Seit der Einführung der gesetzlichen Krankenversicherung durch Otto von Bismarck im Jahre 1883 hat sich viel verändert. Eines hat sich aber nicht geändert, das Solidarprinzip. Konkret heißt das, dass die Gesundheitsleistungen für alle gleich sind. Die Höhe der Beiträge richten sich nach der Höhe des Einkommens. Wer viel verdient, zahlt hohe Beiträge, wer wenig oder gar nichts verdient, zahlt entsprechend weniger oder auch gar nichts. Das Geld, was für die Krankenversicherung gezahlt wird, landet aber nicht direkt bei der Krankenkasse. Es landet im sogenannten Gesundheitsfonds, aus dem dann wiederum alle gesetzlichen Krankenkassen bezahlt werden. Je nachdem, wie viele Mitglieder mit welchen Krankheiten eine Krankenkasse hat, erhält sie das nötige Geld aus dem Gesundheitsfonds. Da seit mehreren Jahren die Ausgaben der Krankenkassen für Behandlungen immer weiter steigen, muss der Bund immer stärker das Gesundheitssystem subventionieren und in den Gesundheitsfonds einzahlen. Knapp 90% der BürgerInnen in Deutschland sind gesetzlich versichert. Seit 1996 dürfen sich die Versicherten ihre Krankenkasse völlig frei wählen. Da 95% aller Leistungen bei den gesetzlichen Krankenversicherungen gleich sind, entscheiden sich viele Versicherte für die Krankenkasse, die ihnen die meisten Zusatzleistungen oder den besten Service bietet. Wenn du dich für eine Krankenkasse mit sehr gutem Service und tollen Zusatzleistungen wie Reiseimpfungen, Bonusprogramm oder auch kostenlose Zahnreinigung interessierst, findest du hier alle wichtigen Infos. Vorteile.big-direkt.de